Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Okami HD. Wir haben hier im letzten Part in dem Gasthaus der Spatzen ein bisschen für Ordnung gesorgt, uns ein wenig umgeschaut. Und wir haben jetzt hier den Hundesucher, der schlägt nämlich wieder aus, weil wir sind ja eigentlich immer noch auf der Suche nach den Hundesoldaten für die Priesterin. Ich habe volle Lotte vergessen, wie sie heißt, aber das macht nichts. Ihr wisst alle, wen ich meine, die wunderschöne Priesterin. Um Rothelm zu besiegen. Und unsere Karte sagt, dass er da vorne ist und auch der Hundesucher schlägt immer noch aus. Oh, hier sind Tiger. Die gucken wir uns gleich an. Ha? Siehst du das auch, was ich sehe, Emmy? Oder habe ich Halluzinationen oder sowas? Der Bambus da drüben sieht aus, als ob er blinken würde. Vielleicht finden wir etwas Interessantes darin, wenn wir ihn fällen. Ich schneide den Bambus, ich schneide ihn einfach kaputt. Boom! Nein, nein. Du sollst den Bambus fällen, der aufleuchtet. Das ist doch so offensichtlich. Entschuldigung. Okay, dann warten wir jetzt. Jetzt. Geschafft! Was macht denn ein Hund da drin? Switcher? Take? Take ist wieder da! Take? Was ist los, Junge? Warum knurrst du? Switcher, warte mal! War es dieser weiße Wolf, der dich verschwinden ließ? Oh, Mann! Hey, warte! Ich glaube, dieser Flohsack versucht uns etwas zu sagen. Weißer Wolf, mit welchem Recht trägst du den Hundesucher? Kämpf mit mir und beweise, dass du würdig bist, ihn zu tragen. Hundekrieger Guy. Hast du das gehört, Emmy? Er muss einer der Hundekrieger sein. Der Hundesucher hat ihn echt wütend gemacht. Was wirst du machen, Emmy? Kämpfen! Okay, sicher, dass du bereit bist? Gib jetzt alles. Natürlich. Auf die Pfoten! Oh. Oh, wow, wow, wow. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert. Ich spiele einfach auf gut Glück los. Er ist schnell. Er ist gut im Ausweichen. Oh, er kann sich aufchargen, aufladen. Jetzt ist... Ah! Oh! Oh, ausweichen! Oh, shit! Damn, girl! Oh, da hat er mich gekriegt. Ich bin nicht gut im Nahkampf, meine Freunde. Jetzt ist er grau, jetzt schneiden wir ihn durch. Genau so. So. Er verspritzt Tinte. Habe ich das richtig gesehen? Oh, ausweichen. Ja. Danke. Oh, habe ich mich verklickt. Ah, er bewirft mich mit... Wie nennt sich das? Erde. Das ist voll die miese Taktik. Ja, genau. Komm her. Komm in meine Reichweite. Okay. Das hat sehr lange gedauert. Ja, das war nicht gut. Aber das macht nichts. Hör auf damit! Lass ihn in Ruhe! Ich werde nicht zulassen, dass du Take so fertig machst. Hör auf, oder ich werde dir eins verpassen. Warte einen Moment, Vögelchen. Wir machen hier niemanden fertig. Stimmt doch, du Flohsack. Komm schon, sag was. Ich weiß, dass du Fusehime mich... Ich weiß, dass Fusehime mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rothelm, den Schänder des Windschreins, zu besiegen. Aber ich kann nicht zurückkommen. Dieser Ort hier ist in großer Gefahr. Die Monster werden die Sasa-Zuflucht überrennen. Wenn ich nicht da bin und der Spatzenstamm
Sie würden alle... Ach, was soll ich nur tun? Wir werden für dich kämpfen. Erhalten Pflichtkugel. Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Mein Zwiespalt ist endlich gelöst. Ich werde hier für den Spatzenstamm gegen die Monster kämpfen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Hä? Hey, warte mal eine Sekunde. Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Jetzt bin ich von meiner Pflicht befreit. Ich kann meinem Herzen folgen. Hä? Okay, wie auch immer. Ich schätze, es wird irgendwie schon einen Sinn machen. Zitat, he would be good at CinemaSins. Ich werde nicht zulassen, dass du Take so fertig machst. Hör auf oder ich werde dir eins verpassen. Okay, okay, der Kampf ist zu Ende. Was ist das? Da ist was. Häschen. Habe ich noch Grünfutter? Oh ja, ich habe sehr viel Grünfutter. Guckt mal. Machen wir ein paar Hasis glücklich. So, jetzt müssen wir eigentlich alle drei haben. Wir haben... Oder? Wir gucken einmal kurz. Rauszoomen. Nee, da fehlt uns immer noch einer. Ah, ja, das mit dem Wasser. Oh Gott, ich bin so blöd, ne? Blöd. So, aber vorher, bevor wir gehen... Genau, verbleibende Krieger. Das ist ja Pushis Ärger. Ich frage mich, was das Quellwasser... Ne? Oma schon wieder verloren. Genau, das sind jetzt unsere Quests. Und dann haben wir Neues aus dem Bestiarium. Wir haben Krähen-Tengu. Eine Kreatur bestehend aus den Seelen eines toten Schwertkämpfers und einer Krähe. Ach, das ist eine Krähe gewesen. Dieser Feind kämpft mit Kunstfertigkeit eines Meistersamurais. Auf Darstellung tragen sie meistens einen Fächer. Zerschneide geworfene Fächer und sei noch schneller beim Schwertziehen als er. Eine bessere Schwertkunst als ihre eigene lässt sie schnell beschämt verschwinden. Mein Kabel macht hier gerade unanständige Dinge. Okay, nichts passiert. Geschichten erzählen von Schwertkämpfern, die durch die Schwertverteidigung schneiden. Tschu steht für Loyalität. Das eigene Leben für das Wohl seines Herrn zu geben. Sich mit aller Kraft auf das Ziel zu konzentrieren. Gi steht für Pflicht. Standhaft zu sein, Pflichten stehen in allen Aspekten des Lebens. Mut und Pflicht gehen Hand in Hand. Mut zeigt einem, was richtig ist. Die größte Form von Mut ist die aus Pflichtgefühl heraus entsteht. Aber ich finde die Bilder auch voll toll. Tay steht für Brüderlichkeit. Brüderliche Zuneigung lässt Verständnis entstehen. Sie erlaubt uns, wir selbst zu sein und unser Schicksal zu akzeptieren. Wow. Ich bin immer noch ein totaler Fan von Waka. So, Tierliste. Wir hatten, glaube ich, ein neues Tier. Genau, die... Es ist eine Maus und keine Ratte. Diese kleinen Nager sind voller Energie und fressen alles. Ja, cool. Ja. Achso, Schatzliste. Bullenhorn, dekoratives Zubehör gefertigt aus dem Horn eines Bullen. Oh Gott, wie viele Schätze gibt es? Perlen. Da habe ich bis jetzt nur eine gefunden. Hatten wir sonst noch was? Wie viele fehlen uns noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh Gott, da passiert noch so viel. Und ich dachte so, ja... Wir sind voll schon weit in dem Spiel, aber wir sind irgendwie nicht weit. So, wir füttern noch einmal kurz die Tiger. Achso, ich wollte noch gucken, ob wir was skillen können. Weil wir haben jetzt so viel Glück wieder gesammelt. Hier. Wir werden einmal Tinte skillen.
Und dann einmal Leben. So, und beim nächsten Mal werden wir den Magen ein zweites Mal skillen. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Weil wir müssen ja immer noch diesen blöden Krug mit Wasser füllen. Ja, ja. Aber jetzt können wir das ja endlich. Und wir können diese komischen Wasserlöcher, die immer so komisch geglänzt haben, können wir jetzt auch benutzen. Yippie. Oh. Ah, was für eine großartige heiße Quelle. Wölflein, ich habe einen Krawall aus der Ferne gehört, aber wieso wäschst du nicht den Dreck in der heißen Quelle von dir ab? Heiße Quelle? Ich denke, wir passen. Es ist nicht an der Zeit für dich, Bambus holen zu gehen. Oh, du hast recht. Das Fest ist ja schon bald. Es findet in der Vollmondnacht statt. Die Vollmondnacht? Jo, das Dorf Kamiki veranstaltet das Kamiki-Festival. In der Vollmondnacht zu dieser Jahreszeit. Hast du von der Legende gehört, wie die großen Helden Nagi und Shiranui die schreckliche Bestie mit Hilfe der Götter besiegt haben? Darum zollt das Dorf den Göttern und dem heiligen Baum Respekt. Dieses Jahr ist das 100. Jubiläum des Sieges über die Bestie. Ich mache mal lieber meine Bambusware fertig, die ich auf dem Fest verkaufen möchte. Bratwurst! Ich liebe Feste einfach! Wir müssen an diesem Tag unbedingt ins Dorf Kamiki gehen. Ach, und übrigens, Wölflein, ich würde dir gerne etwas geben, zum Dank für deine Hilfe beim heiße Quelle-Grabspiel. Es ist nichts Besonderes, aber vielleicht wird es dir nützlich sein. Hier für dich. Erhalten Meerjungfrau-Münze. Danke, Großväterchen. Wow, das ist aber eine schmutzige Münze. Es gibt überall in Nippon kleine Quellen, die als Meerjungfrauenquellen bekannt sind. Genau, da waren wir auch schon mal. Man sagt, dass man zwischen ihnen reisen kann, indem man diese Münzen hineinwirft. Wenn das stimmt, dann kannst du durch ganz Nippon in kürzester Zeit reisen. Wirklich? Das sind ja abgefahrene Münzen. Sie müssen sehr wertvoll sein. Nein, nicht wirklich. Man kann sie sogar in Geschäften hier in der Umgebung kaufen. Ich hatte sie auch nur behalten, weil ich sie hübsch fand. Ich besitze leider nicht viel. Tut mir leid. Aber ich kann noch mal mit ihm reden. Nee, nicht anbellen. Es ist fast schon Zeit für das Fest. Der Vollmond wird bald aufgehen. Es ist jetzt genau 100 Jahre her, seitdem die Bestie besiegt wurde. Aber ich denke immer an Kaguya. Kaguya, wenn ich über den Vollmond spreche. Ach, wie sie es geliebt hat, den Mond zu betrachten. Seufzt sich Schwäbisch schon wieder in Erinnerung. Ich werde noch im Armenhaus enden, wenn ich nicht bald meine Bambusware fertig mache. Ja. Das war doch sehr schön. Sehr gut. Wir haben viel geschafft bis jetzt. So, jetzt gehen wir zum Agatha-Wald nochmal. Und kümmern uns endlich um dieses blöde Fass mit dem Wasser. Oh. Hat mich ja schon ein bisschen genervt, ne? Dass wir da nicht weitermachen konnten. Schwupp. Laufen, laufen, immer weiter laufen. Oh Gott. Oh, das war nicht richtig. Das war überhaupt nicht richtig. Rauf aufs Blatt, rauf aufs Blatt. Danke. Huh. Ich habe gedacht, da unten wäre kein Wasser, sondern Boden. Es wird schon wieder Nacht. Oh nein. Meine Lieben, dann sind die immer so penetrant. Das meine ich. Das ist das erste Mal, dass wir diesen Gleiter hier in der freien Wildbahn sehen, ha? Huh? Sehr gut. Oh, fragt mich auch nicht, wie spät es schon wieder ist. Es ist wieder viel zu spät. Ah! Shit!
Das war nicht geplant. Ich bin da einfach so reingerannt. Ist hier noch wer? Nee, das war nur der. Oh, okay. Easy. So, dann laufen wir jetzt zu dem Agatha-Wald und gehen an die Quelle. Und da werden wir dann unseren neuen erworbenen Wasserpinselstrich benutzen. Endlich! Mein Gott. Allihep. Ich frage mich auch immer noch, was wir hier mit den leuchtenden Felsen machen können. Später. Aber das kommt sicherlich noch. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh nein! Kämpfen! Fisch, Fisch, Fisch! Fisch auf dem Fußboden. Fisch tot? Na, jetzt noch der Einzelne. Sehr schön. Gut gemacht! So, ich muss mich noch mal ein bisschen anders hinsetzen. Sonst schläft mein Poppes ein. So. Und wir müssen da hoch. Da hoch, genau. Na komm, lauf. Danke. So, ist sie denn immer noch hier oder schläft sie? Ja. Wie dumm von mir, dass ich nicht vorher darüber nachgedacht habe. Ich frage mich, wie ich das Quellwasser ins Fass bekomme. Dummes Mädchen. Machen wir! Das ist seltsam! Wie ist das Wasser von allein in das Fass gekommen? Ich weiß nicht! Und nochmal! Yay! Wir haben den, das, da, den Fass, da, der Fass. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Das Fass! Ja! Wie wunderbar! Das Fass ist bereits voller Quellwasser. Das wird genügend für den heiligen Sake für das Fest. Exzellent! Jetzt müssen wir es nur noch zurück ins Dorf bringen. Das nach Hause tragen? Aber das muss eine Tonne wiegen. Wer ist das? Oh! Was ist das? Willst du auch etwas von dem Quellwasser? Entschuldigung, ich werde das schnell aus dem Weg nehmen. Susano! Zurück, du Bestie! Ich spaziere hier so durch die Gegend. Und sieh an, was ich hier finde. Oh, du bist es! Susano? Oh, scheiße. Na, jetzt wird's lustig. Ne, noch ein Schritt weiter zu der Dame und es wird dein letzter sein. Der große Susano-Nachfahre des Helden Nagi verbietet es. Fürchte dich nicht, meine schöne Kushi. Susano ist hier, um dich zu retten. Oh oh, das sieht aber schlecht aus. Ich werde mein Schwert im Namen der Liebe schwingen. Susano-Stil, Schwert der Leidenschaft. Los geht's! Das meine... wen? Den? Kushi! In... Ruhe! Hä?
Susano, pass auf! Haha. Hey, du hast es geschafft, Alter! Das war beeindruckend. Du sahst ja erst ein bisschen ängstlich aus, dann hast du es aber ihnen vor der Dame aber gezeigt. Das soll so viel heißen wie halt die Klappe, Isun. Susano, danke dir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche wilden Monster hier treffen würde. Bist du verletzt? Susano? Ich wusste es. Ich wusste es die ganze Zeit. Seltsame Dinge passieren die ganze Zeit seit... Erst dieser Felsen in Kamiki. Dann der Kampf mit dem Bären. Und jetzt das. Mein Schwert ist mit einer seltsamen Macht erfüllt. Hör mein Wort. O Geist, der du mein Schwert bewohnst. Ich lasse mich nicht kontrollieren wie eine Marionette. Bei den Göttern, ich werde deine schändlichen Pläne durchkreuzen. Ekelerregend, Wolfsspucke. Der wunderbare Isun fühlt sich angegriffen. Warum musste ich... Ha? Wo ist Susano? Wo ist er denn schon wieder hin? Er ist gegangen, ohne ein Wort zu sagen. Was hat er sich nur gedacht? Ich meine, er hat doch den Kampf gewonnen. Jetzt wäre es an der Zeit, das Herz der Dame zu erobern. Zumindest hätte er ihr helfen können, das Fass zu tragen. Es ist okay. Ich glaube, er muss andere Dinge erledigen. Es gibt keinen Grund, ihn damit zu belästigen. Ich bin sicher, ich schaffe das auch alleine. Das hat sich nach diesem Kokarium angehört. Steckt es schon wieder in Schwierigkeiten? Wir sollten mal nachsehen gehen, Emmy. Wow, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet... Ich habe das Bedürfnis, ihr zu helfen. So, dann gehen wir jetzt mal schauen. Dann ist wahrscheinlich sein Hund... Bestimmt auch einer. Öpf. Oh, ich darf wieder angeln. Und. Wow, sieht so aus, als hättest du da einen großen Junge. Bei all dem Lärm, den du dabei machst, dachte ich schon, es wäre ein Monster. Wow. Ume! Verdammt, ich glaube, ich spinne. Verflucht sollst du sein, Mondfisch. Ich werde dich fangen. Für das, was du Ume angetan hast, wirst du bezahlen. Falscher Knopf. Hallo, Junge. Woher ist denn dieser gewaltige Riesenfisch gekommen? Und war das nicht dein Hund, Ume, in seinem Maul? Das war der legendäre Mondfisch. Man sagt, er hätte die Reflexion des Monds auf der Oberfläche des Wassers verschluckt. Also lebt er wirklich hier in diesem düsteren Gewässer. Nun, er wird dafür bezahlen, dass er den guten alten Ume gefressen hat. Meine Güte, dieser Hund wird oft verschluckt, kann das sein? Ich habe keine Angelschnur mehr übrig. Aber ich werde diesen Mondfisch jetzt fangen. Das wird ein Kampf, um Ume zu rächen. Hey, Emmy, das wird ja immer interessanter hier. Dieser Mondfisch, oder wie auch immer er heißt, wäre ein ganz schöner Fang. Lass uns hier bleiben und schauen, ob wir ihm helfen können, den Fisch zu fangen. Mondfisch fangen, helfen, das soll wohl ein Scherz sein. Natürlich helfen wir ihm. Genau das wollte ich hören.
Mach dich bereit. Wie war das? Ich habe das schon wieder voll vergessen, wie man das macht. Okay, die Grundlagen hast du verstanden, oder? Male einfach einen Strich von der Angelrute aus zum Mondfisch. Lass den Großen nicht entkommen. Achso. Hier eine Linie. Genau. Wie war das? Ja, genau. Nee. Da, die ich will den Großen da haben. Oh, da hat einer angebissen. So, 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 so. Ich finde die Geräusche voll lustig, die er da macht. Das war aber was Falsches. Das wollte ich nicht haben. Aber das macht nichts. Flusskrebs gefangen. So, okay. Wir wollen wieder was haben. Nee. Den Großen da rechts. Nee, ist zu weit weg. Da jetzt den links. Da hat einer angebissen. Sehr gut. Den kriegen wir irgendwie auf jeden Fall. Hier, 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 hu, ha, ich fühle mich wie bei Animal Crossing, die machen da auch immer so lustige Geräusche. So, und jetzt schnibbidi schnupp. Schon wieder ein Flusskrebs. Das ist doch langweilig. Gib mir mal was Neues. Oh, da ist der Große. Da hat einer angebissen. Ja, ja, ja. Jetzt wird's spannend, weil das ist ein großer Fisch. Aber er kommt immer näher. Immer näher, immer näher, immer näher. Na komm schon. Das ist er auch. Schnipp. Oh, er wird von einem Schnipp wird er noch nicht rausgeholt. Oh. Es bleibt spannend. Oh ja, es bleibt so spannend. Wir holen den Fisch aus dem Wasser. Da habe ich ein bisschen gepanickt. Sorry. Ja, da ist er. Mondfisch gefangen. Perfekt. Richtig gut. Richtig gut. Gut gemacht. Ich wusste, dass ich es kann. Ich habe endlich den Mondfisch gefangen. Und ich war wegen dir so besorgt, Junge. Du bist ein richtiger Fischer. Du kannst stolz auf dich sein. Du solltest weiter angeln, aber bring immer genügend Schnur mit. Wie kann ich jemals wieder fischen? Ich meine, was ist mit Ume? Er wird niemals wiederkommen. Ach du meine Güte, die Heususe ist wieder da. Keine Sorge, zumindest hast du... Hä? Wow. Ist Ume jetzt wirklich tot? Das kann ich mir nicht vorstellen. Sieh nur, die Oberfläche des tiefen Abgrunds ist hell und... glänzend wie ein Spiegel. Die Reflexion des Mondes sieht sehr schön aus. Hm? Wo ist der Mond? Wie kann ich seine Reflexion sehen? Da kriegt man schon ein bisschen Pipi in die Augen, oder?
Oh. Eine weitere Konstellation. Alter, jetzt räumen wir aber richtig ab hier. Abräumen. Schigilagi, abräumen. Ein Hase. Mit einem Kolben. Er ist Bäcker. Wow, ich will den Hasen haben. Ah, Amaterasu. Quelle alles Guten und unsere aller Mutter. Nachdem du uns verlassen hast, habe ich mich in der Reflexion des Mondes versteckt. Von einem Fisch verschluckt, habe ich geduldig auf diesen Tag in seinem Bauch gewartet. Jetzt, da ein Schimmer der Hoffnung erschienen ist, bin auch ich zurückgekehrt. Ich, Yumigami, Gott des Mondes, bedecke die Welt mit fahlem Mondlicht. Benutze das Licht zur Unterstützung deiner eigenen beschwerlichen Reise. Hatte ich nicht im letzten Part noch gesagt, dass es gut wäre, wenn wir Nacht machen könnten und nicht nur Tag? Jetzt haben wir auch die Nacht bei uns. Ding Dong! Yumigami, der Gott der Mondkraft. Also hat der Mondfisch wirklich die Reflexion des Mondes auf dem Wasser verschluckt? Jetzt hast du die Pinseltechnik Mondschein. Damit kannst du einen scheinenden Mond in den Himmel malen. Man sagt, es hat die Macht, den Tag zur Nacht zu machen. Ich frage mich, ob es wirklich funktioniert. Könnte das Malen eines kurvigen Strichs in den Himmel wirklich den Mond hervorbringen? Naja, es ist Nacht. Also so? Ja. Der Mond! Der Mond! Er ist rausgekommen. Jetzt hast du die Macht, den Tag zur Nacht zu machen. Denk doch nur an die Freuden, die in der Nacht warten. Oh, hallo? Ich weiß, das hört sich verlockend an, aber eins nach dem anderen. Wir müssen uns immer noch darum kümmern, worum Fusehime uns gebeten hat. Wenn man vom Teufel spricht. Hey! Das ist Ume! Er kam aus dem Maul des Mondfisch! Geht es dir gut, Junge? Ich habe doch gewusst, dass er Ume ausspucken wird. Darum habe ich dir gesagt, dass du dir keine Sorgen machen brauchst. Ich meine, guck ihn dir doch mal an! Er sieht aus wie ein sehr schlecht schmeckender Hund. Wirklich? Ja... Ich habe noch nie einen hässlicheren Hund in meinem Leben gesehen. Ach komm, jetzt bist du aber unfair. Was? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Ich habe doch nur ein bisschen Spaß gemacht. So wie ich es mit dem Fellknäuel hier auch mache. Weißer Wolf, wie kommst du dazu, den Hundesucher zu tragen? Hm, da ist ein bekannter Geruch in der Luft. Meine alten Kameraden, er wird von deinem Körper verströmt. Was zur Hölle? Nun, das geht dich ja mal gar nichts an, wie wir riechen. Wir mögen halt keine Bäder, das ist alles. Hey, warte! Hat er nicht gerade etwas von dem Hundesucher gesagt? Der Hundesucher schreibt vor, dass sein Träger seine Stärke beweisen muss. Und ich werde es sein, der sie testet. Alter, wir haben schon voll überzogen und jetzt will er noch gegen uns kämpfen. Aber ich werde das noch fertig machen. Was zur Hölle? Du bist einer der 8 Hundekrieger? Emmy, dieser Hund macht Ärger! Kampf beginnen? Ja. Hätte nie gedacht, dass wir mal gegen dich antreten würden. Los, zeig uns, was du drauf hast, krummer Hund. Ich will nicht gegen Ume kämpfen. Okay, was kann er? Ume! Ume! Okay, er kann chargen. Was kann er noch? Noch mehr chargen? Ich spuck ihn ein paar Bälle ins Gesicht. Er kann noch mehr... Oh, shit. Da war ich zu langsam. Nee, er ist noch... Jetzt ist er grau. Okay, weiter, 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 weiter. Immer drauf, immer drauf. Ah, ja.
Nice! Oh, diesmal haben wir sogar richtig gut abgeschnitten. Yay, ich werde besser. Ich weiß, dass Fusehime mich gerufen hat. Es ist meine Pflicht, Rothelm, den Schänder des Windschreins, zu besiegen. Aber das Kind und sein Vater haben mich vor dem sicheren Tod gerettet. Ich verdanke ihnen mein Leben. Was soll ich nur tun? Bleib bei dem Kleinen. Wir machen das schon. Erhalten Gerechtigkeitskugel. Was ist das? Die Kugel der Macht hat dich erwählt. Ich muss mir keine Sorgen mehr machen. Sogar wenn wir getrennt sind, schlagen die Herzen der Hundekrieger noch wie ein Herz. Ich werde für den Rest meines Lebens als Ume weiterleben. Was? Du willst nicht zu Fusehime zurückkehren? Nach allem, was wir durchgemacht haben? Hey, Emmy. Sieht so aus, als hätten wir die drei Satomi-Kugeln der Macht gefunden, welche die Hundekrieger hatten. Ich weiß, wir hatten versprochen, die Hunde zurückzubringen, aber... Nun, zumindest können wir Fusehime die Kugeln der Macht geben, aber ich frage mich... Glaubst du, sie werden mit diesem Rothelm im Windschrein fertig? Sichi! So, jetzt werde ich einmal schnell zum Speicherpunkt laufen. Weil wir haben furchtbar überzogen, das wollte ich gar nicht, aber ich wusste nicht, dass das so lange dauert, das Event, was wir hier triggern. Aber das macht ja nichts. Wir haben viel geschafft. Wir haben auch wieder ein neues Sternenbild. Geh weg. Oh, und im nächsten Part können wir dann hier die Kisten ausmachen und sowas. Das ist ja perfekt. Dann würde ich sagen, wir machen für diesen Part für heute Schluss. Wir haben viel geschafft, viel erlebt. Vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin noch hier dabei seid bei Okami HD. Ich bin Whitey. Wir sehen uns wahrscheinlich im nächsten Part wieder. Es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Doch bis dahin erstmal. Knutsch, knutsch!